Sie hat schon als kleines Mädchen gewusst, wie ihr Ausschauen war. Jede Kleinigkeit, vom Kopf bis zu den Schuhen. Dass er nicht irre ist und nicht nur der Ausschauer kämpft wie sie, da war sie sich ganz sicher, einen anderen sie nie. Und eines Tages, da hat's nicht gesehen, hat sofort gewusst, ja, ja, das ist ein Ding. Bemüht sich sehr, setzt ihre Reize ein und deshalb immer ist, er fällt drauf ein. Und dass das alles gut geht, hätte keiner geglaubt, dass auch nach Jahren nur alles so prima klappt. Dass ganz zufrieden ist und immer glücklich war. Kein Streit, kein Leid, kein Besorgen, auch nicht nach 20 Jahren. Und dann ist 40 geworden. Und zum Geburtstag wollt er ihr zeigen, wer auch hier sind und machen. Da wollte er was schenken, aber sie hat ja schon alles gehabt. Deswegen hat er sich dann ganz einfach gesagt, ich schick meine Frau auf die Schönheitsbank. Das ist zwar Sauerei, aber es macht mir nicht an. Vielleicht kommt's ja in den Nacht raus. Dafür gebe ich mein Glück gern aus. Dafür gebe ich mein Glück gern aus. Eine Wendung hab schon geschaut, weil sie hätt's ja noch gar nicht gebraucht. Ein paar Jahr hätt's bestimmt noch gedacht. Sie hat zwar ein paar Falten, ist beieinander, aber kein Gramm fett. Aber er hat sie gesagt, Schoten kann sie nicht an. Ich schick meine Frau auf die Schönheitsbank. Das ist so sauber, aber das macht mir lang. Vielleicht kommt's ja in den Nacht raus. Dafür geb ich mein Glück gern aus. Dafür geb ich mein Glück gern aus. Und dann war's fort. Es war für ihn eine schwere Zeit. So lang allein ist es vor, für ihn wie eine Ewigkeit. Seit Abend waren einsam und doch recht lang. Er war es nicht gewählt, so ganz allein ist daheim. Aber er hat's geschafft, mit Waschen, Putzen, Beten und Kochen. Und eines Tages, da war's bloß nur eine Woche. Er hat sich schon Gedanken gemacht, was er sagt, wenn er es empfindet, was er auf dich zur Begrüßung, weil hier die Girlanden hängen. Ich schick meine Frau auf die Schönheitsbank. Das ist was auch geil, das macht mir lang. Vielleicht kommt's ja in den Nacht raus. Dafür gib ich mein Glück gern aus. Dafür gebe ich mein Glück gern aus. Und dann klingelt's und er geht raus. Der stellt so schön wie nie, schaut sehr jünger aus. Er füllt ihr um den Hals und sagt, mein Schatz, mein Liebling, du. Und sie erschrickt und denkt sie, Mensch, hab ich einen alten Mann. Ja, sie erschrickt und denkt sie, Mensch, hab ich einen alten Mann. Und es bohrt in ihr, lässt ihr Karo, er müsse da.
gegen solches Und sie saßen dann im richtigen Moment. Und es ist Jordi. Aber er denkt, schick der Frau nicht so schön als Mann. Pfeif auf die Freunde, das ist in der Hand. Vielleicht kommt's ja viel jünger raus. Und du schaust uns so wieder aus. Und du schaust uns so wieder aus. Und das ist die ganze Idee, dass man wieder Mo nicht er sich um. Gleich für 30 Uhr. Er hungert nach Diät, trinkt was Tee und schützt den Schlamm. Macht alles mit, denkt an der Hand. Aber schon nach einer Woche sagt mir der Doktor ins Gesicht: Bei ihrem Zustand schafft ihn mir das nicht. Selbst wenn ich das Messer nehme, sehe ich am Bauch und am Kinn große rote Beine. Vielleicht kommt's ja viel jünger raus. Und du schaust.